Am 17. Mai muss das Stimmvolk der Stadt Bern entscheiden, wie es mit dem alten Progymnasium weitergeht. Ob als Kultur- oder als Gesundheitszentrum. Nachdem die Trägerschaft vom jetzigen Kulturzentrum zum Überraschung von allen 10 Millionen Franken an Spenden zusammengebracht hat, ist es alles anders klar, dass das Gebäude in ein Gesundheitszentrum mit Arztpraxen und Therapieräumen umgebaut wird, wie es die Stadt eigentlich vorgesehen hat. Heute ist bekannt worden, dass ein prominenter und schwerreicher Berner Kunstmäzen hinter dem Progr steht. Der Rolf Dietrich berichtet. Die Berner Mäzen ist der Hand Gweiss, Verratspräsident des Medizinaltech-Konzerns Sünz, geschätztes Vermögen 9 bis 10 Milliarden Franken. Der Hand Gweiss meidet sonst kaum Interviews. Doch heute setzt er sich persönlich für das Projekt der Progr Künstler ein. Zum ehemaligen Berner Progymnasium hat er ganz eine besondere Beziehung. Ich weiss nicht, ob das das Schulzimmer war, der eins weiter oben, wo ich mal vor manchem Jahr gelitten habe. Und auch einer der wenigen ist im Progr, der zweimal ein Eis hatte. Eins ist also nicht die beste Note. Und man mich zurückversetzt hat. Und darum war ich 5 Jahre im Progr. Und darum habe ich die positive Affinität Progr. In den letzten 4 Jahren ist im Progr ein bedeutendes Zentrum der Gegenwartskunst entstanden. Kreative Leute aus allen Sparten arbeiten hier an einem Projekt. Der Hans-Jörg Weiss glaubt an das Potenzial des Progr als Zentrum von jungen Kulturschaffenden. Sie sind erfolgreiche Unternehmer. Was fasziniert euch so an diesen jungen Künstlern, die hier im Progr tätig sind? Ja, die Jugend ist die Zukunft. Ich fühle mich nur wohl um junge Leute herum. Ich bin jetzt ein alter Mann, aber ich arbeite am liebsten mit unseren jungen Leuten. Sie sind in meiner Stiftung in den USA oder hier oder auch in unseren Betrieben. Das ist von denen weiss man, was passiert, von denen weiss, was um einen ist. Wie gross seine finanzielle Unterstützung ist, will Hans-Jörg Weiss nicht sagen. Für die Progr-Leute kommt der Support mit im Abstimmungskampf gerade recht. Also ich glaube schon, dass es uns wirklich sehr hilft, weil ganz viele Leute haben noch das Gefühl gehabt, ist das nur ein Luftschloss von ein paar Künstlern oder ist da wirklich das Geld dahinter? Und es haben ja 70 Namen haben wir schon können präsentieren und da ist jetzt noch einer mehr und ich glaube, das ist schon hilft uns sehr. Ja. Auch die Gegenseite hat sich heute im Abstimmungskampf eingeschaltet. Im edlen Hotel du Théâtre haben bürgerliche Politiker und Promotoren von Allreal für das Projekt Doppelpunkt geworben. Sie legen Wert darauf, dass bei ihrem Projekt auch Bildung und Kultur Platz haben. Und für die SVP ist die Finanzierung des Künstlerprojekts zu wenig sicher. Sind jetzt eure Bedenken noch da bezüglich finanzieller Sicherheit, wenn jemand wie Herr Weiss hinter so einem Projekt steht? Die finanziellen Bedenken sind nach wie vor da. Nicht, weil der Herr Weiss nicht die finanziellen Mittel hat, aber wir kennen die Bedingungen nicht, die er hat. Wir kennen nicht die Dauer, die er einsteigt und was er beabsichtigt dahinter. Das ist im Moment einfach noch ein Bauch ohne Siegel. Ändert das jetzt die Voraussetzungen für den Abstimmungskampf, dass jemand jetzt auf der Gegenseite eingestiegen ist? Wir glauben, dass es wichtig ist, wie das Nutzungskonzept ist und nicht, wer das die Investoren dahinter sind. Ein Gesundheitszentrum mit Arztpraxen und Schulungsräumen oder lebende Alternativkultur. Die Berner Stimmbürger haben sehr viel, wie es mit dem Progr weitergehen soll.